Vedevi. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Boah, ey, geil. Genau das, was ich wollte. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Jetzt ist es besser erwartet. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Er hält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Halten Sie Ihre Reveli. Gut vorbereitet sein will, hat stets ein paar Tränke zur Hand. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn es hier fertig ist. Alles klar. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich.
Digga, was ist das, Mann? Man kann 6 Tränke machen. Nein, warte, was ist 6? Dann 7. Boah. Ich will selber brauen. Und jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Ah! Nun, Mr. Weasley. Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Hä? Ich habe ihm nicht geholfen. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Sharp war nicht erfreut. Halt mich nächstes Mal aus deinen Plänen raus. Tut mir leid, das zu hören. Hoffentlich hat er es schon vergessen. Nee, Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte Volle gehen. Lustige. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Werter Slytherin, Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Mein Umhang wird noch das ganze restliche Jahr nach der Inspiration schinken. Das nächste Mal schreibe ich meine. Mein Bruder hat damals den Professor. Schaust diese Dinger, ja. What the fuck, wo ist hin? Ich hab ihn noch gehört. Gehört, genau. Ah, hier. Ich hasse die Dinger. Jawohl! First try, Allah!
WTF? Reveal. Was lerne ich alle Humora? Alle Homa. Was ist denn das? Ach hier. Ins Hände. Das ist ganz normal Basic. Ich glaube irgendwas anderes dann. Revelio. Fehlt etwas daraus, Scope kommt, dass sie nicht darüber spricht, sollten Scope hat in der Brücke. Scope? Wer ist Scope? Revelio. Revelio. Ach hier. Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Schön für dich. Ich weiß aber nicht, Kollege. Da ist eigentlich genau da ist Hagrid sein, oder nicht? Hier muss doch irgendwo Hagrid sein, Hütte sein. Ich glaube da. Genau. Da wird Hagrid wohnen. Oder hier in der Nähe, keine Ahnung. Waldhüter. So. Revelio. Runter zum Wasser. Ah, da fuck mich ab. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Kurz einpreschen. Revelio.
Rebellion. Ach hier. Rebellion. Ah, komm her. Ach hier. Sag nicht, stehst du im Fass. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Okay. Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ganz Ohr. Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben. Scrope will ihn vielmehr überraschen. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Gutes Herz, ja, ja. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Scrope wird hier auf Sie warten. Rebellion. What the fuck, Digga? Hallo?
WTF, sind die stark, Mann! Digga, was macht der? War das schwer. Rivelio. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider
Vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken, aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich muss darauf bestehen, dass du sie mir sofort gibst. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Rivelio. Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Here.